Guten Morgen, Leute. Wir wollen euch heute zum allerersten Mal mit durch den Tag nehmen auf unserem neuen Hof. Heute ist Sonntag. Heute übernehme ich mal das Frühstück für die Ponys. Lia macht das nämlich jeden Morgen vor der Schule in der Woche. Dann übernehme ich das heute mal. Da warten sie schon auf ihr Futter. Guten Morgen, Dallas. Hallo. Na? Hast du Hunger? Hi, Alfie. Hi, Rocky. Dobbylein, versteckst du dich? Hey, schläfst du noch? Wir stellen hier abends immer schon einen großen Sack mit Heu bereit und das kann ich jetzt auf die Ponys verteilen. Na, kleiner Mann, hast du Hunger? So, jetzt mümmeln sie erstmal Heu und jetzt kann ich das Kraftfutter vorbereiten. Rudi ist auch mit am Start hier. Habt ihr alle keinen Appetit? Was ist los? Ihr wartet auf Kraftfutter, hm? Erstmal ein bisschen Heu mümmeln. Das werde ich jetzt mal vorbereiten. So, Lia ist jetzt auch da. Wir stellen die vier jetzt erstmal auf die Wiese und dann können die sich da ein bisschen den Bauch vollschlagen mit dem fetten Gras. Ich glaube, der Alfie platzt bald. Der hat hier so viel Gras zur Verfügung und die stehen den ganzen Tag draußen, weil unser Paddock noch nicht fertig ist. Alfie ist zu einer Riesenmurmel geworden. Warte. Halt still. Sobald die Ponys dann draußen sind, machen wir meistens die Boxen. Also die stehen ja den ganzen Tag draußen. Und abends, wenn wir die dann reinholen, haben die saubere Boxen. Immer wieder wird nach der Hoftour gefragt und ich habe es auch schon ganz häufig beantwortet. Natürlich kommt eine, sobald hier alles einigermaßen fertig ist, weil, also wenn ich eine Hoftour jetzt schon machen würde, dann wird sich in wenigen Tagen schon so viel verändern. Und ja, dann ist es einfach nicht mehr aktuell. Und ja, genau, deswegen kommt es erst, sobald hier ein bisschen was fertig ist. Also wir haben natürlich schon einiges geschafft. Wir sind gerade so ein bisschen bei der Unkrautbeseitigung und so weiter. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann nehme ich euch da auch ein bisschen häufiger mit. Da seht ihr ein bisschen mehr. Aber ja, genau, ich kann euch hier ja vielleicht schon mal gerade was zu den Boxen sagen. Die habt ihr ja auch schon jetzt am meisten gesehen, auch wo die Ponys angekommen sind und so. Und ich würde sagen, die Ponys sind sehr zufrieden hier. Die sind total ausgeglichen und ruhig. Also Alfie war so ein Typ, der ist in seiner Box die ganze Zeit im Kreis gelaufen, im alten Stall. Und der macht das jetzt gar nicht mehr oder beziehungsweise man sieht es überhaupt nicht mehr und seine Box ist auch viel ordentlicher geworden. Damit sind wir sehr zufrieden und unter dem Video, wo die Ponys angekommen sind, wird auch ganz häufig gefragt, wie groß die Boxen denn sind. Und also die haben über 12 Quadratmeter, die sind super, super tief. Die Ponys, die können hier natürlich drin liegen, die können hier alles drin machen, also da braucht ihr keine Sorgen haben oder so.
Aber die stehen hier auch wirklich nur nachts drin. Die sind den ganzen Tag draußen. Und ja, genau, jetzt misst ich mal weiter aus. So, ich hole mir jetzt gerade den Rocky, der versteckte sich, von der Wiese und werde ihn ein wenig reiten. Übrigens, schaut mal, was wir uns extra für den Rocky angeschafft haben. Rocky hat ja ein wenig Angst vor dem Wasser, mal mehr, mal weniger. Und ja, jetzt haben wir den hier liegen. Das ist nämlich schon super hilfreich, wenn ja, der einfach auf dem Platz liegt und man da immer wieder dran vorbeireiten kann. Das hilft schon total viel. Und ja, genau, derzeit haben wir auch nur diesen einen Sprung von Eskadron. Aber andere sind schon in Planung. Den einen, den können wir bald schon abholen. Und ja, dann schauen wir mal, was sich so ergibt. Auf jeden Fall wird es, glaube ich, mega cool aussehen, wenn hier ein richtig schöner, bunter Parcours draufsteht. Ey, Kappe! Gib ihm mal deine Kappe! Springreiter, ja. Yeah. Wer weiß, was dann passiert? Der ist ja nicht doof.
wir haben die Ponys jetzt reingeholt und jetzt kriegen die ihr Abendbrot, also eben das Kraftfutter, was sie bekommen. Und ja, genau, jetzt essen wir selbst erstmal, wir grillen heute schön. Und nachher, so gegen 10 Uhr, kriegen sie dann nochmal eine Abendportion und wir schauen natürlich, ob alles in Ordnung bei den Ponys ist. Ihr seht jetzt gerade noch nicht viel von mir, aber ich möchte euch jetzt sofort mitnehmen, weil manchmal liegen die Ponys schon, deswegen gehen wir jetzt mal schauen. Heute liegt leider Kangela. Oh, er hat aber schon gelegen. Schau mal, da ist schon ein Abdruck in seiner Box. So, wir haben jetzt das Wasser aufgefüllt und alles gemacht. Jetzt mache ich die Nachtsicherung rein bei den Ponys. Und dann sind wir auch fertig für heute. Komm, Kleine.